Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Tactics Advance für den Game Boy Advance. Im letzten Part haben wir in Jack Dawson die Typen besiegt, die Nonos Luftschiff schon wieder gerammt haben. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier noch so machen. Eins weiß ich. Ich werde jetzt nicht nach Muscadet gehen. Denn das ist jetzt schon der zweite Aufnahmeversuch hier. In Muscadet startet automatisch eine Quest. Oder eine Mission. Beziehungsweise es sind zwei Missionen hintereinander. Und die zweite Mission, nee, da bin ich aktuell noch nicht viel ausgerüstet. Sagen wir es mal so. Deswegen lassen wir das erstmal. Und schauen uns hier mal die weiteren Missionen an, die wir so annehmen können. Echte Suche. Auf Befehl ihrer Majestät der Königin hat eine Durchsuchung aller Clans begonnen, die vom Meisterrichter Cid selbst geführt wird. Der Palast scheint endlich ernsthaft den gesuchten Jungen ergreifen zu wollen. Unsere Helden. Die Mitglieder von Clan MOD366 sind unsere Helden. Zeigt den Borsois, wer der Boss ist. Bilderei. Die Jagd auf gefährdete Tiere durch einige Clans wird zu einem ernsthaften Problem. Mit dem Rückgang der Dragoons sind die Bestände an Steinbestien und Kudik-Tigern gefallen. Und selbst der Rabbit, gemeinhin als Glückshase bekannt, ist gefährdet. Das ist nicht gut. So, sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Dann gucken wir uns mal die Missionen an. So, Lutia Pass. Okay, außer eine Mission. Da geht dann mal Delfin hin. Ja. Da geht Delfin hin. So. Drei Gegner. Okay. So, gesucht. Aha. Gefecht gewinnen, das finde ich gut. Hartklinge. Warum sieht die Hartklinge so aus wie das Meisterschwert von Cloud? Egal. Ach ja, ist ja auch ein Final Fantasy Spiel. Gesuchte des Monats, Gebrüder Gabbana. 13.600 Gil. What the fuck? Oh, ist nur mein Handy. Okay. Hab mich gerade gewundert, was hier gerade nervt. Okay, erschlagen von Rosiotti, Diebstahl in vier Fällen, immer zusammen berauben Wüstenreisende. Aha. Dann habe ich schon eine Idee, wo ich das finde. Moment. Ich sehe gerade, wer mich anruft, das gefällt mir. Das ist GameStop. Das heißt, wahrscheinlich sagen sie mir, dass das Twilight Princess HD schon gekauft werden kann. Mensch, und ich war vorhin noch in der Nähe. Verdammt. Egal. So, oh, das würde mich jetzt freuen. Kampf in Eisen. Ah, der Held Gaul, Kapitel 2. Gaul, selbst einer der Eisen 13, war mit dem Mugellini unterwegs, als sie hörten, dass Eisenburg angegriffen wurde. Oh nein. Okay, ein Gefecht gewinnen und wir bekommen ein Verlustgewehr. Weiß nicht, ob ich das schon habe, aber egal. Nehmen wir an. Rabeneid. Du denkst, du kannst Clan Borsoi und seine Alliierten rumschubsen? Nächstes Mal musst du gegen mich antreten, den Raben. Okay, machen wir. Kein Ding. Jo, her damit mit der Mission. So, was haben wir noch? Lebenswerk. Brauchen wir einen Alchemisten? Haben wir nicht. Metalljagd. Adamantit und altes Achso. Und eine Ausländermission haben wir aber schon gemacht. Spielkind. Brauchen wir ein Wörterbuch? Haben wir nicht. So, Restaurierung. Zerbrochenes Schwert haben wir auch nicht. Bleihaltig. Und wir einen Musketier. Den haben wir doch. Und das wird auch was. Sehr schön. 10 Gegner. Holy shit. Das ist eine lange Mission. Spaßlauf kennen wir nicht. Der Zeug. Habe ich einen Verteidiger? Nee. Modewelt. War Chupohaut und Magiebaumwolle. Habe ich beides nicht. Okay. Das war ein Bombenpanzer, den ich auch nicht habe. Meine Fresse. Dörrfleisch habe ich glaube ich auch nicht. Nee. So. Das habe ich aber. 15 in Schmieden habe ich noch nicht. Ach, Kacke. Kacke, okay. Egal, egal. So, gehen wir in die Elud-Wüste. Nicht? Ah, dann war es in der Jiro-Wüste. Der Jiraf-Wüste. Wie auch immer man es aussprechen möchte. Nö, da ist nichts. Am Kudik-Gipfel
ist auch nichts. Okay, ab in die Wüste. Gesucht. So. Da wollen wir doch mal. Was haben wir hier? 14. 14. Okay. Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Eisenrüstung. Ja. Oh, nee. Ist jetzt nichts Besonderes. Adamantweste. Aha. Schutzweste. Alles so langweiliges Zeug hier. Das ist auch langweilig. Mann. Mistelrobe haben wir auch schon. Ist auch nichts so Besonderes. Und eine Kettenrüstung ist auch nichts Interessantes. Na gut, dann nicht. So, Yuri. Lutia. Will darf ich eigentlich mitnehmen? Volles Sechser-Team. Sehr schön. So, Sabatini zum Heilen. Ubar, du kommst mal hier mit ran. So, dann nehmen wir Ever noch mit. Und Reif. So, perfekt. Schöne Gruppe. Gefällt mir. Kopfgeldjäger, Kupo. Wir sind kleine Modire 66. Ihr entkommt uns nicht, Gabbana-Brüder. Besiege den Boss. Okay, der Rest ist also egal. Sehr langweilig. Naja, egal. So, dann kommt doch mal her. Ihr Säcke. Kommt her hier. Ich erledige euch. Ah. Das war nur Vorbereitung, damit du jetzt den anderen den Rücken zudrehst. Behaupte ich zumindest gerade mal. Du wirfst ein Dolch. Nö. Das ist mir egal. So. Dann wollen wir doch mal dort ordentlich raufschießen. Zap. So. Und vergiftet. Ja, perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Besser ging es doch gar nicht. Okay, los, Grandi. Versuch's halt. 68%, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das ist mir egal. Wie du siehst. So. Okay. Du wolltest mich kampfunfähig machen? Das kann ich auch. Hier. Schade. Ich glaube, das erste Mal, dass Reif mit diesem Skill verfehlt. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ah. Dachte ich hätte... Nee, das war nicht er, das war... das war Dingens... Isaac, nicht Isaac. Wie hieß er? Das war nicht Fubar, sondern... Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Mein anderer Banga, der den Speer ausgerüstet hat und damit eine größere Reichweite hat. So, hier irgendwo was verloren. Nö, 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 nö. Nö. Dann hau einfach so rauf, damit du ein bisschen HP bekommst. Okay. Bisschen HP, bisschen EP meine ich. Ich kann nicht mehr sprechen. Kriege ich das? Nee. Ah, ich hätte es gerne hier reingezaubert. Das wäre schön geworden. Naja, dann nicht. So, aber den kriegen wir damit getroffen. Auch mit einer ordentlichen Wahrscheinlichkeit. Das ist gut. So machen wir das. Okay.
Maxi Gabbana. Hi. Muggelritter auch noch. Super. Die sind nervig. Genau wegen diesem Skill. Der Mockrausch. Er hat zwar eine verdammt geringe Trefferchance, aber irgendwie trifft er trotzdem ständig. Ah, hier jetzt zum Glück gerade nicht. Das ist gut. So. Ach ja. Den Verteidiger hier gibt es ja auch noch. Mensch. Er hat ja noch nichts gemacht. Stimmt, da war was. Das war wohl nix. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Oh nee, ne? Er hat Animistenfähigkeiten. Das ist doch voll unfair. Manu. Doof. Aber zum Glück bleibt er vergiftet. Immerhin etwas. So, hier ist. Okay. Mini Gabbana. Oh, Dolch. Dolch ist nicht gut. Dolch gefällt mir gerade gar nicht. Okay, trifft aber nicht. Perfekt. Perfekt. So, dann gehst du mal bitte hier hin. Und zielst mal auf seinen Arm. So, den Muggelritter hätte ich nämlich ganz gerne kampfunfähig. Hm, schade. Aber ich habe noch einen zweiten Versuch. Das ist gar kein Problem. Ja, okay, hau halt zu. Aber tut halt ein bisschen weh. Aber das war's dann auch schon. So. Versuch Nummer 2. Wieder 60%. Aber Reif hat bessere Erfahrungen mit Zielarm. Der trifft nämlich meistens. So. Perfekt. Sehr schön. Jo, schön auf das vergiftete Ziel noch einen Hass draufzaubern. Damit das Gift noch mehr Schaden macht. Oder noch schneller Schaden macht. Das ist eine gute Idee. Das muss man mal machen. So. Machen wir den jetzt hier auf jeden Fall mal noch ein bisschen um. Ah, du hast nicht mal einen Konter. Okay. Dann reicht das, wenn ich so angreife. 85 Schaden. Holy fuck. Okay. Nehme ich natürlich alles gerne mit, ne? So, du hast ja nicht mal Schaden genommen. Du hattest Schaden genommen, genau. So, hier, mal hochheilen. Okay. Dann kümmerst du dich mal dort so ein bisschen. Ach ne, vergiftet ist er ja schon. Um den Muggel. Ja. Ich habe hier fast nur Muggel als Gegner und ich sag, du kümmerst dich um den Muggel. Wow. Das war dumm. Aber egal. Oh boy. Selten so viel Mist erzählt. Naja. Oh, du triffst wahrscheinlich. Jo. Ich treffe wahrscheinlich nicht. Doch. Wow. Nice. Das freut mich. Und ein Level Up. Ist auch noch mit drin. Schön. Ja, Maxi Gabbana kann gerade nichts machen. Der Ärmste. Elmon ist auch fast tot. Ich korrigiere, er ist tot. Oh, doch nicht. Weil ich gegen solche Skills keinen Gegenschlag machen kann. Na gut. Ansonsten wäre er tot. Aber hey. So. Dann hau ihn um. Komm.
Zack, Dankeschön. Perfekt. So, was macht der Zeitmagier? Ah ne, der Richter. Ich dachte, das wäre der Zeitmagier gewesen. Na gut, Minigabana. Hey. Oh, 74% Trefferchance mit dem Dolch. Aua. Das mag mir gerade nicht so sehr gefallen. Nee, das mag mir gerade so gar nicht gefallen. Doof. Doof, doof, doof. Mal gucken, ob wir jetzt hier mit Zielarm treffen. Weil ich hab's lieber, wenn meine Gegner kampfunfähig sind, anstelle von mir. Ah, perfekt. So, gut. Da haben wir das schon mal. Und du greifst weiter Lutia an. Okay. Meinetwegen. Erdreißer. Okay. Den Skill habe ich noch nicht. Aber, ja. War jetzt auch nichts weiter Interessantes. So, leider haben wir hier noch kein Medica drauf. Auf ihm. Aber das ist egal. Machen wir erstmal ein normales Vita. So. Sehr schön. Natürlich ist er jetzt dran. Aber dann wartet er. Das passt auch. So, Schulz. Ja. Oh. Gravitas. Gut. Gravitas ist jetzt nicht ganz so schön. Für mich. Aber naja. Es ist okay. Sagen wir es mal so. Ich kann damit leben. So. Dann holen wir erstmal den hier um. So, und tschüss. Ich will natürlich den Kampf ein bisschen in die Länge ziehen, um noch ein bisschen mehr Erfahrung zu kriegen. Ne? So, Weißmagie, Medica, hier. Kannst wieder angreifen. Hey, ganz toll, ne? Das finde ich schön. So. Geh mal dorthin. Und guck mal, ob du ihm die Rüstung geklaut kriegst. Mein 66% ist okay. Ja, sehr schön. So, damit nimmt er schon mal ein bisschen mehr Schaden, wenn ich jetzt gleich angreife. Das ist doch auch schon mal gut. So, aber zunächst ziehen wir auf seine Beine. In der nächsten Runde kann er wieder agieren. Und da möchte ich dann aber nicht, dass er sich irgendwo hinbewegen kann. Ah, schade. Leider die Beine verfehlt. Naja. Was? Ich komm da nicht durch. Kacke. Naja. So, dann ziehst du nochmal auf die Beine. Hast zwar nur 60% Chance, aber hey, vielleicht wird's ja was. Yes, perfekt. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Elmon, ich hoffe, du machst einen normalen Angriff. Gegen ihmchen. Und dann habe ich wieder einen Gegenschlag. Ach, schade. Dann halt nicht. Pfeh, mir doch egal. Dann hau ich dich einfach so kaputt, wenn ich wieder dran bin. Auch gut. So. Hier einmal ein Vita rauf auf die beiden. Okay. So. Du haust mal hier ein Aero hin.
Ah, nee, Aero ist doof. Ich Aero nimmt der keinen Schaden. Also ein Wasser. So. Ich meine, es ist unwahrscheinlich, dass wir Maxi Gabbana treffen. Aber vielleicht ja doch. Hey, cool. Tatsächlich getroffen. Nice. Das freut mich. Ja, Gravitas, bla bla. Ui, toll. Also ich weiß nicht, Gravitas ist so eine Sache. In den allermeisten Fällen gibt es bessere Skills. Ja, ich meine, als Zeitmagier hat er auch auf jeden Fall Schwarzmagier-Skills und die machen meistens mehr Schaden. Naja. Hey, Level Up für Fubar, perfekt. So. Oh ja, geht wieder, kann sich aber nicht bewegen, das heißt, wenn, dann greift er jetzt sowieso Evo an. Oh. Ja gut, oder er nutzt die Mocklanze, an die ich gerade nicht mehr gedacht habe. Naja, egal. Ey, ganz toll. Hast du ganz toll gemacht. So, dann haben wir erstmal hier den Mini-Gabbana weg. Zap. So, erstmal der jüngere Bruder. So. Dann gucken wir nochmal. Ah, Moment. Moment, jetzt kann ich mich ja wieder hier hin bewegen. So. Dann gucken wir nochmal, ob wir ihn nicht wieder kampfunfähig kriegen. Ich meine, jetzt haben wir 70% und nicht nur 60, ne? Das heißt. Theoretisch, jo. Die Wahrscheinlichkeit höher. Also praktisch ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, aber ob es was wird, ist trotzdem nicht gesagt. So. Okay. Und dann hauen wir erstmal den hier noch weg. So, zap. Hier ein Vita. Ja. Was soll ich sonst mit dem Rhein-Weiß-Magier machen? Naja. Ja, Herr Richter, machen Sie schneller. Wir essen zeitig. Nicht Weiß-Magie. Hier. Einmal ein Bio. Mal gucken. Ob dieser Zeitmagier Bio mag. Ja. Scheinbar schon. Weil er hat sich ja auch den Zusatzeffekt noch genommen. Das ist so eine böse Kombination, ey. Festgesetzt und kampfunfähig. Er kann nichts machen. Null. Ich find's schön. So. Gut, Schulz ist auch gleich tot. Besiegt. Ja, okay. Nochmal ein Gravitas, meinetwegen. Wenn das die einzige Möglichkeit für dich ist, Schaden zu machen, dann versuch's halt. So. Zap. Auf da. Bam. Und weg. Schönes Ding. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, dann bleibt für mich ja nicht mehr viel zu tun hier. Was? Warum kriegst du null Schaden? Habe ich hier einen Bogen ausgerüstet, bitte? Reicht davon. Bla bla. Hä? Okay. Aber dann halt nicht. So, du wartest mal auch. So.
Machst du wenigstens Schaden gegen ihn? Ja. Okay. Gut, dann scheint der Seerbogen noch irgendein Element zu haben. Wahrscheinlich Windelement. Würde mich jetzt nicht wundern. Sag ich mal. Und ja. So, dann hier nochmal ein Wasser raufzaubern. Ja, wir stehen ein bisschen ungünstig. Aber das ist kein Problem. Da können wir uns günstiger hinstellen. So nämlich. So. Und das könnte es jetzt gewesen sein. Mal gucken. Ja, perfekt. Das war nicht gerade unsere Glückssack-Kuppe. Nee, das war's nicht. Definitiv nicht. Mission erfüllt. Oh yeah. Sehr schön. Vitra gemeistert. Perfekt. Oh, Schmiede ist noch auf 13. Okay. Und auf 15 brauchen wir es für die eine Mission. Hm, toll. Hm, noch ein Dieb? Nee. Nee. Ich habe zwei Einheiten, die klauen können. Das reicht. Aber Delfin ist zurück. Sehr schön. Mit ein paar Kampfstiefeln. Okay. Ja, und die Froschkarte ist mir auch egal. Gut. Ich werde jetzt offscreen wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren, damit ich die Mission in Muscadet ordentlich hinbekomme. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dahin. Ciao, ciao.